Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Paper Mario, die Legende vom Millionentor. Wir fucken nicht lange, gehen direkt in den nächsten Kampf. Hallo Bomber, also gut, dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 4. Du kämpfst gegen Es ist früher Morgen, 6.26 Uhr, ich bin noch müde, also vergib mir. Lanzissimo. Im folgenden Kampf solltest du deinen Partner nicht wechseln. Vertraue dem Partner, für den du dich anfänglich entschieden hast. Etwas beängstigend, oder? Zeige mir einen guten Kampf. Was für Namen? Bomber, dein Kampf beginnt. Folge mir bitte. Ich glaube, ich habe mir irgendwas angefangen an der Nase. Und das sind wieder die Pollen. Ich weiß es nicht. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner Bomber Luigi und der Hüter der Finsternis Lanzissimo. Also los Mario, wir schaffen das. Du hast zum letzten Mal das Licht des Tages erblickt. Let's Fight. Ich weiß nicht, ich muss Let's Fight immer so lesen. Aber Sache, wir sind Bomber Luigi und Luigi ist im Publikum. Okay, dann setzen wir doch schon mal den Hammer ein. Du kannst schon mal scannen. Das ist ein Lanzheer. Lanzheer sind schwer bewaffnete Rabenviecher. Maximale KP 20, Angriffskraft 6, Verteidigung 0. Ziemlich starker Gegner. Seine Lanze schützt ihn leider Vorsprungattacken. Ich bin hier also absolut nutzlos. Ich fürchte, das könnte ein ziemlich schwieriger Kampf werden, weil du auf dich allein gestellt bist. Mosekschan, Halleluja. Du kannst hier echt nichts machen, deswegen. Mach Verteidigung 1. Oder wir kommen dann einfach. Weil wir es können. Und dafür haben wir es ja gleich. Mist, ich wollte blocken. Müsste nochmal eine Verteidigung machen. Mist, ich wollte... Ich konnte halt mal zu spät oder zu früh. Nicht richtig. Aber immerhin gibt es jetzt wieder richtig Erfahrungspunkte, nicht nur so drei Stück wie die ersten Kämpfe. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. Wer hätte das erwartet? So geht das. Definitiv. Ja, bitteschön, deine Gage. Dein Rang ist erhöht, du bist jetzt Rang 4, herzlichen Glückwunsch, ich gehe da mal wieder. Und tschüss. Die ist mir nicht geheuer. Mario, schon wieder eine Mail. Geh zur Telefonzelle vor der Arena. Die ist wieder von X. Wir sollen zur Telefonzelle gehen. Wo war die denn nur? Egal, lass sie uns auf jeden Fall suchen. Lass mich aber erstmal heilen. Das geht ja in einer Sekunde. So, Telefonzelle, hier kommen wir. Hey Bomber, du kommst gerade recht. Ich werde dir einen Rat geben. Wenn du weiterhin so viel Aufsehen erregst, wirst du es irgendwann bereuen. Du solltest besser auf dich aufpassen. Oh, dieser widerliche Kerl will uns drohen. Wenn der uns droht, vielleicht war die Mail neulich ja von Aurelius.
Egal, wer uns die Mail geschickt hat, wir sollten etwas vorsichtiger sein. Vorsichtiger sein. Muscle action again. Immer speichern brauchen wir noch nicht. Und ich wollte gar nicht ZL drücken. Ich wollte eigentlich hier auf Yoshi wechseln und ein bisschen schneller unterwegs sein. Was ich mich frage, kann ich die Booster wegmachen? Einfach nur so, weil wir... Nein, können wir nicht. Können wir leider nicht. Wie konnte ich dich übersehen? Du warst ja ziemlich offensichtlich. Öffnet die Tür im Lagerraum. Geh ins Lager neben Clubones Büro. In das Lager? Hierhin, dorthin. Langsam reicht es mir so, rumkommandiert zu werden. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Aber ich möchte gar nicht wissen, wie viele offensichtlich Sternsplitter ich schon übersehen habe. Yoshi, yappa yappa you. So, was erwartet uns denn hier? Leichen? Vermisste Gegner? Oh, so sieht man sich wieder, dieser Mr. Schnauzer. Bist du eine Freundin von Bomba? Wie du aussiehst, bist du bestimmt eine Liebin, oder? Also warst du es wahrscheinlich, die man immer aus diesem Zimmer gehört hat. Auf keinen Fall. Nur Dilettanten machen Geräusche. Jetzt muss noch jemand anderes hier gewesen sein. Egal, aber du bist auf alle Fälle eine Diebin, oder? Ich habe jedenfalls alles gefunden, wonach ich gesucht habe. Ihr könnt euch also nach Herzenslust bedienen. Also dann, Mister, Zeit Adieu zu sagen. Boah, das ist der berühmte Kuss? Und nur für dich, Bomba? Übrigens, in dieser Arena gibt es eine Menge seltsamer Orte. Passt auf, dass ihr nicht so endet wie die da oben. Also bis dann, süßer Mr. Schnauzer. Wir sehen uns. Und weg ist sie. Wie sich so ein Kuss wohl anfühlt? Warte nur ab, wenn ich erst erwachsen bin, dann... Okay. Aber eine Frage, Mama. Die da oben. Was soll das eigentlich heißen? Finde den Schalter, um nach oben zu kommen. X. Der Schalter für die Treppe? Kannst du mir sagen, wo hier eine Treppe sein soll? Ah. Sternsplitter. Aber sonst ist hier nichts, ne? Nicht das vielleicht wegwehen? Kann ich. Charge P erhöht den Schaden, den dein Partner beim nächsten Angriff verursacht. Und hier ist die Treppe auch schon. Oh, eine Insignie. Wie viel haben wir denn mittlerweile? 2, noch 1 für ein Level-Up.
ist nichts. Oh, nichts. Sorry. Ach, hier, aber Jung. Immer hier so dranhauen. Oh, das ist ein Charge. Woher kommt jeder Partner einmal dran? Ein Orden, ein KP plus P. Erhöht die Gesamt-KP deines Gegners, Partners um 5. Ja, Gegner wäre natürlich auch super. Erstmal Krach machen. Ja, ein theoretisch könnte ich hier Stoffattacken machen. Aber in dem Lager ist niemand, oder? Nein, die Tür ist fest verschlossen. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich verwalte dieses Lager sehr gründlich. Wahrscheinlich waren es nur ein paar Mäuse. Schon in Ordnung, in dem Lager gibt es ohnehin nichts zu stehen. Du hast ja aufgeräumt. Aber was ist eigentlich aus Marono geworden? Ich habe noch nichts über ihn herausfinden können. Deshalb habe ich seine Registrierung gelöscht, wie es die Regeln mit verlangen. Der Kämpfer Marono existiert also für unser Unternehmen nicht mehr. Genauso habe ich es auch mit den anderen verschollenen Kämpfern gemacht. Bereits 5 in diesem Jahr. Es passiert immer häufiger, dass Kämpfer verschwinden. Wie kommt das nur? Inzwischen geht das Gerücht, die Arena sei verflucht. Also, Herr Clubbone, ich verstehe das auch nicht. Sag den anderen Kämpfern, Marono wäre in seine Heimat zurückgekehrt. Er muss auf jeden Fall geheim bleiben, dass Kämpfer hier einfach verschwinden. Wenn diese Info publik wird, laufen uns Zuschauer und Kämpfer davon. Alles klar, ich werde Sie nicht enttäuschen, Herr Clubbone. Übrigens, du machst deinen Job sehr gut, aber manchmal verschwindest du plötzlich. Ich frage mich, was du da immer so machst. Herr Clubbone? Nun, ich habe doch auch Recht auf ein Privatleben, oder? Ach, noch etwas. Hast du schon einmal etwas zu einem Sternjuwelen gehört? Nein, nie gehört. So. Gut, verstanden. Also gut, dann darfst du jetzt gehen. Trotzdem, langsam gehen mir die guten Kämpfer aus. Nur dieser Bomber, der ist wirklich großartig. Ein echter Spitzenmann. Mario, hast du das gerade gehört? In letzter Zeit scheinen Kämpfer einfach zu verschwinden. Und wir dachten, Marono hätte sich einfach nur zur Ruhe gesetzt. Hey, ist da jemand? Piep, piep. Eine Maus. Und ich dachte schon, da hätte sich jemand versteckt. Gut. Dann also wieder zurück an die Arbeit. Puh, das war ziemlich heikel. Hast du gehört, Clubbone hat von den Sternjuwelen gesprochen. Und dieser Totskofer scheint auch mehr zu wissen, als sie zugeben will. Aber ich denke, wir sollten lieber von hier verschwinden, bevor wir entdeckt werden. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Ja, falsche Taste. Dann holen wir auch schon mal wieder Goprina hervor. Zum Scannen. Dann würde ich mal sagen, machen wir noch so 1-2 Kämpfe. Erragen letzten Kampf.
Hallo Bomber, du möchtest dich also zum Kampf anmelden? Dein folgender Gegner ist gegenwärtig auf Rang 3. Du kämpfst gegen das Brüder-Trio. Im folgenden Kampf solltest du mindestens eine Sternattacke nutzen. Echte Dramatik braucht Höhen und Tiefen. Bring uns also ein Highlight. Zeig mir einen guten Kampf. Okay, I'm ready to fight. Bomber, dein Kampf beginnt. Ich komme schon. Ich habe sogar meinen Hammer aufgewärmt. Ist das nicht toll? Wollen Sie mal spüren? Oder meine frischen Stiefel? Nein? Okay. Die Gegner im folgenden Kampf sind der Krawallklempner, Bomber Luigi und das magische Dreieck, das Brüder-Trio. Wir lassen uns niemals besiegen. Zu Ehren meines verblichenen Großvaters werde ich dich besiegen, Bomber. Let's fight! Nutze mindestens eine Sternattacke. Oh, der Donner. Setzen wir mal Paralyse ein. So. Dann habe ich ja erstmal Ruhe. Das ist ein Hammer, Bruder. Die Wurfattacken dieser Gegner kennst du jetzt schon lange. Maximale KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 1. Wird er schwächer, wirft der Hammerbruder mehrere Hämmer hintereinander. Die Kerle sind stark, also nimm dich von ihnen in Acht. Aber woher nehmen sie nur die ganzen Hämmer, die sie immer werfen? Danke! Das habe ich mich auch schon immer gefragt. So, dann setzen wir doch mal eine Stampfattacke ein. Oh, schade. Dann ist der Nervige weg. Bumerang, oder? Bumerang ist, glaube ich, doppelt, ne? Kommt ja auch immer wieder zurück. Das ist ein Bumerang, Bruder. Bumerang-Brüder sind, naja, Hammerbrüder mit Bumerang. Maximal KP 7, Angriffskraft 2, Verteidigung 1. Ihr Bumerang kann dich zweimal treffen, achte also auf seine Flugbahn. Und Achtung, die Attacke der Bumerang-Brüder werden heftiger, wenn ihre KP sinken. Mach doch mal eine Show-Einlage. Und dann machen wir nochmal eine Paralyse. So, dann einmal Kopfnuss. Nein. Leider einen falschen Gegner erwischt. Egal. Und kriege ich BP? Nein, kriege ich nicht. So, dann einmal Scanner.
Das ist ein Feuerbruder. Feuerbrüder sind feuerspeiende Hammerbrüder. Maximal KP 7, Angriffskraft 3, Verteidigung 1. Achtung, schlägst deine Verteidigung fehl, kannst du eventuell Feuer fangen. Je schwächer sie werden, umso heftiger werden die Angriffe der Feuerbrüder. Und kann ich die eigentlich so umnieten? Ich habe noch maximale KP, aber ist in Ordnung. Der Block war jetzt nicht gerade gekillt. Was, du kannst einmal Scanner machen? Nein, 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 ich wollte eigentlich eine Showanlage. Oh. Ich war gerade echt neben der Spur. Sorry dafür. Und der Gewinner ist Bomber Luigi. So geht das. Hier deine Gage von 22 Münzen. Herzlichen Glückwunsch zu den Top 3. Ich lasse dich jetzt alleine, also man sieht sich. Letzte Warnung, hör auf nach den Sternjuwelen zu suchen. Sonst erwartet dich das gleiche Schicksal wie die letzten Vermissten. Derjenige, der uns diese Mail geschickt hat, weiß sowohl über das Sternjuwel als auch über die Vermissten Bescheid. Wenn wir den finden, werden wir sicher all diese Rätsel lösen. Aber wer könnte es nur sein?